So, und damit herzlich willkommen zu diesem weiteren recht spontanen Video zum Thema Shang-Chi, denn da ist der Trailer erschienen. Oh Gott. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich gucke mir den mal mit euch zusammen an. Ich weiß nicht wirklich viel über den Charakter oder auch generell über den Film. Was ich aber eben weiß, ist, dass der Mandarin da wohl eine zentrale Rolle spielen soll, wahrscheinlich eben dann den Bösewicht logischerweise. Und das finde ich echt cool, weil ich war sehr enttäuscht von dem Iron Man 3 Mandarin. Also ich mochte Iron Man 3 schon, aber der Mandarin, der war halt nicht cool. Ben Kingsley in der Rolle war super. Dann haben wir hier Aldrich Killian, hieß er im Film, noch gehabt, der dann ganz groß rumschreit, I am the Mandarin. I am the Mandarin! Und Gott sei Dank haben sie das dann aber quasi nochmal im Nachhinein korrigiert. Und auf der Blu-ray von Thor 2 war es, glaube ich, haben sie noch eine Extra-Szene eingebaut, bei der man dann eben einen Soldaten vom Mandarin sieht oder eben einen Bediensteten, der dann eben ganz klar aufklärt, ey, der Mandarin ist noch da draußen und er will seinen Namen zurückhaben. Und da habe ich mir immer gedacht, okay, das ist schon ziemlich cool. Schade, dass der Mandarin wohl nicht auf Iron Man treffen wird, weil der Mandarin ist ja sowas wie der Joker für Iron Man, soweit ich das mitbekommen habe. Und bin echt mal gespannt. Also Shang-Chi soll ja mehr so in die Martial-Arts-Reihe eintauchen oder mehr oder weniger Martial-Arts ins MCU bringen. Und ich mag Martial-Arts-Filme. Ich bin ein Riesenfan der Ip Man-Reihe. Und ich bin echt mal gespannt, was sie jetzt hier aufbieten. Und so ein bisschen Superhelden-Action mit Kampfkunst, das kann schon wirklich cool werden. Ich bin echt mal gespannt und würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein, was der Trailer so zu bieten hat. Erinnert gerade so ein bisschen an Matrix, ne? Irgendwie an diese eine Simulation, die Neo auch hatte, die war doch auch in so einem ähnlichen Raum. Der ist immer gut ich drauf. Ich gab dir 10 Jahre, um dein Leben zu leben. You come from mine. Now you see me rise. Und was hast du daraus gemacht? Ah, er hat also so eine richtige Kämpferkindheit gehabt. In meinem Schatten. Ich trainierte dich, sodass nicht einmal die gefährlichsten Männer der Welt dich töten könnten. Sohn, es ist Zeit, deinen Platz einzunehmen an meiner Seite. Das wird nicht passieren. Ui. Jawohl, genau sowas. Ach, ist das cool. Du kannst nicht davor weglaufen. Ich mag diese Mythologie, diese chinesische. Geil. Wer bist du? Okay, ein bisschen strange vorgestellt. Genau, The Legend of the Ten Rings. Oh Gott. Alle festhalten! Wir sind ein gutes Team! Okay, er sah auf jeden Fall echt cool aus. Ich habe da auf jeden Fall meinen Spaß damit. Ich bin mit. Da kann ich schon jetzt schon ganz fest sagen, wer Martial Arts mag, wird da auf jeden Fall seinen Spaß damit haben. Und das muss man Marvel immer zugutehalten. Die bringen inzwischen keine Filme mehr raus, die durch und durch scheiße sind. Ja, ich meine auch Captain Marvel ist ja auch sehr kontrovers aufgenommen worden. Ich mochte ihn auch nicht, aber ich bin der Meinung, der ist jetzt auch nicht komplette Scheiße gewesen. Der für MCU-Filme war er vielleicht schlecht, aber von der Machart her sind die ja immer ganz gut. Irgendwann bin ich so aus dem extremen Hype des MCU ausgestiegen, weil es mir einfach zu viel wurde. 5 Filme im Jahr, das ist jetzt übertrieben. Ja, auch wenn es nur 3 Filme im Jahr sind, ist einfach zu viel. Da kann man jetzt den Vergleich mal zum Monsterverse bringen. Das ist einfach erfrischender, weil wir da eben noch nicht, und ich hoffe, es passiert auch nicht, noch werden wir da nicht mit zugemüllt mit irgendwelchen Filmen.
Das hat mich jetzt auf jeden Fall echt angesprochen, weil ich, wie gesagt, so Martial Arts Filme eben mag. Und ich kann dazu jetzt leider nicht mal eine Analyse machen. Ja, deswegen verlinke ich euch mal hier oben den Kanal vom Pandaman. Müsst ihr mal im Auge behalten. Ich schätze mal, der wird da ein bisschen mehr zu sagen haben. Der ist da mehr in der Materie drin als ich. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal, lieber Pandaman. Wenn es nicht stimmt, tut es mir leid. Aber ich fand es auf jeden Fall echt cool. Und diese 10 Ringe, die auch im Titel drin sind, deuten doch schon auf den Mandarin hin, bin ich der Meinung. Weil ich glaube, der hat nämlich so 10 Ringe an jedem Finger, an jeder Hand ein, logischerweise. Und das sind diese magischen Ringe. Wir können ja gerade noch mal ganz kurz hier ein bisschen durchskippen. Mal gucken, ob ich da auch irgendwas erkenne, vielleicht, was auf den Mandarin hinweisen könnte. Das hier, wie gesagt, hat jetzt irgendwie so ein bisschen auch Dr. Strange-Flair, ne? Weil er ja auch in diesem Kloster trainiert wurde. Ist aber eben halt in diesem altchinesischen Stil, in diesem Tempelstil schon beinahe. Dojo ist das richtige Wort, glaube ich. Und sieht eben einfach echt cool aus. Ich mag das. Ich mag dieses Design, dieses altchinesische Design mag ich einfach. Ja, das ist eben ganz cool. Wir werden also auch sehr viel mit Flashbacks arbeiten, nehme ich an, damit wir eben erfahren, warum Shang-Chi überhaupt so krass ist. Und der Trailer zeigt uns eben schon, dass der Vater von ihm sehr wahrscheinlich eine zentrale Rolle dabei gespielt hat, weil er eben so der typische Kämpfervater ist, der seinen Sohn zum Kämpfer erzogen hat. Und das auch mit ein paar schmerzhaften Mitteln, wie man später sieht, ne? So dieses Auspeitschen oder was er da bekommen hat. Ist schon heftig. Hier hat man eben wahrscheinlich seine Wohnung. Das ist aber eine Garage, sehe ich gerade. Ne? Der wohnt in der Garage. Hier ist das Garagentor. Ja. Ansonsten kann man hier nicht allzu viel erkennen. Da hat er noch die Gewichte und alles. Er ist also gut beisammen, der gute Kerl. Das gefällt mir. Ja, gut. So, hier hat man dann eben so einen kleinen Kontrast dann nochmal quasi von seiner normalen Arbeit hier eben als Hotelpage. Hier parkt er dann wahrscheinlich die Autos ein von den ganzen Reichen. Und als Kontrast dazu sehen wir dann eben hier so seine zweite Arbeit, nenne ich es mal. Ne? Irgendwie, dass er dann da irgendwas im Untergrund noch macht, um sich nebenbei noch Geld zu verdienen. Mit seiner besten Freundin oder Love Interest, das kann ich jetzt hier noch gar nicht einschätzen. Scheint nach der besten Freundin auszusehen, irgendwie, ne? Ja, mit seiner Clique. Und hier sieht man es daneben, genau. Wer auch immer das hier ist, könnte mir vorstellen, dass er hier auch nochmal eine Rolle spielt im Film. Ich weiß auch nicht, ob der Mandarin wirklich schon der Hauptgegner sein soll. Vielleicht taucht er auch einfach nur mal ganz kurz auf, zum Schluss oder ob die zwei. Also, das scheint der Vater zu sein und das ist halt ein Ninja. Dass die zwei vielleicht irgendwie die Hauptgegner nochmal sind. Es könnte so ein Ra's al Ghul-Ding werden, wie man es von Batman kennt. So, und dann hat man jetzt hier zum Beispiel schon mal, und das kann ich jetzt hier nicht, das weiß ich nicht, was das jetzt sein soll, sind das vielleicht auch schon die 10 Ringe, dass man hier ja sieht, man sieht ja später auch, dass er irgendwie so einen Armreif anhat, der ihm irgendwelche Superkräfte wahrscheinlich verleiht, was er auch wohl braucht, wenn er, naja, mit den anderen Marvel-Helden mithalten möchte. Und das hier scheint jetzt irgendwie vielleicht ein Gangmitglied zu sein, der beim Zocken verliert und dann einfach ausrastet, mal zu Kleinholz haut. Das heißt, wahrscheinlich haben wir hier ja, das typische Marvel-Konzept halt. Ne? Wir haben hier einen Shang-Chi mit diesen Ringen, dass er irgendwie super stark ist noch dazu. Und die Gegner werden wahrscheinlich genau das Gleiche können und haben eben auch die Ringe nur mit anderen Farben. Diese Ringe, sage ich immer, das sind mehr so Armreife. Ich glaube, diese 10 Ringe sind wirklich auf den Mandarin bezogen. So, hier hat man dann so ein paar geile Kampfszenen. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ich hoffe halt, dass die nicht mit so vielen Schnitten arbeiten, wie jetzt hier im Trailer. Im Trailer muss das oft geschnitten werden, das ist mir schon klar. Aber ich mag es halt eben, wie jetzt Ip Man zum Beispiel oder. Ach, jetzt fallen sie mir nicht ein. Ja, genau, oder eben auch The Raid. The Raid ist ja auch sowas. Da haben sie halt total clever auch mit den Sets gearbeitet, dass die teilweise Wände verschieben konnten. Die Produzenten und die Mitarbeiter, damit eben eine Kampfszene gedreht werden konnte, auch in dieser Toilette, ganz eng aneinander, ohne einen Schnitt, den man
zumindest nicht wahrgenommen hat. Also wenn da geschnitten wurde, immer sehr, sehr unauffällig. Und ich hoffe, das machen sie halt hier auch, weil ich kann so Kampffilme, bei denen ständig Schnitte kommen, das kann ich nicht irgendwie, das kann ich nicht für ernst nehmen, weil da kann auch jemand wie Liam Neeson oder auch Keanu Reeves auf einmal aussehen wie ein Martial Arts Meister. Das Beeindruckende an diesem Film finde ich eben immer, wenn wenig Schnitte da drin sind und du merkst halt wirklich, die können das auch in echt. Bin ich echt mal gespannt, wie sie es hier machen. Ja, da merkt man halt hier dann das Training quasi. Wahrscheinlich wird er hier für irgendwas bestraft, weil er irgendwas nicht hingekriegt hat. Ich finde es einfach echt cool. Das gefällt mir, dass es das jetzt so ins Marvel-Universum eingeführt wird. Und hier sieht man jetzt auch schon die 10 Ringe. Und jetzt eine ganz blöde Frage an euch. Ist das hier der Mandarin schon? Das würde vom Optischen her ja tatsächlich passen. Ne? Das würde passen. Bin ich der Meinung. Müsste ich dann mal nachgucken selber, ob der Mandarin, ich meine, der Cast müsste ja schon bekannt sein. Wisst ihr was? Ich mache das einfach gerade mal. Ja, er ist tatsächlich der Mandarin. Ist dann der Mandarin der Vater von Chang-Chi, weil ich kann das Bild hier vielleicht mal gerade von ihm einblenden. Das ist jetzt hier eine ältere Version von ihm, schätze ich mal. Weil auf dem Bild sieht er aus, wie der Vater hier am Anfang ausgesehen hat. Moment, wo ist er denn? Da. Das. Nee, das sieht auch nicht so aus. Doch, das ist der. Ja, auf jeden Fall ist der Mandarin gecastet und ich schätze mal, dass das hier der Mandarin ist. Wo ist er jetzt hin? Was auch Sinn ergibt, weil er diese 10 Ringe hinter sich hat. So, hier sieht man nämlich auch nochmal, dass er oder sie, ist es vielleicht doch einfach eine sie, der Ninja auf jeden Fall nochmal vorkommt und wahrscheinlich kämpfen sie hier dann nicht gegen den Mandarin im Großen, sondern mehr gegen die Person jetzt hier. Und dass der Mandarin sich quasi nochmal aufspart für vielleicht auch noch Fortsetzungen für andere Filme, in denen er nochmal auftauchen könnte. Da ist er doch. Da, das sind auf. Ja, das ist er auf jeden Fall. Das sieht aber auf jeden Fall besser aus als hier Aldrich Killian mit seiner komischen, ich kann Feuer spucken. Kacke. Da haben wir diese Armreife. Und ich glaube, das sind nicht die 10 Ringe, von denen sie sprechen. Das sind wahrscheinlich auch 5 Ringe pro Arm. Wahrscheinlich ist hier oben noch eine. Aber ich meine, dass der Mandarin die Ringe am Finger hat. Und dass der Titel The Legend of the 10 Rings sich auf den Mandarin beziehen. Man sieht hier übrigens auch gerade im Hintergrund irgendwelche Kreaturen rumstehen. Das finde ich auch immer geil. Das fand ich in Wakanda interessant, obwohl ich auch kein großer Black Panther-Fan war vom Film. Ich fand den Film echt extrem langweilig. Aber da haben sie ja auch ein paar Figuren oder Kreaturen eingeführt. Oder waren es einfach nur Nashörner, ganz normal. Aber ich meine, die sahen auch ein bisschen anders aus. Das sieht hier auch aus wie irgendeine Neuinterpretation von irgendeinem Tier. Vielleicht auch von irgendeiner chinesischen Mythologie oder so, ich weiß es nicht. Schreibt mir auf jeden Fall mal alles, was ihr dazu wisst, in die Kommentare rein. Würde mich echt mal interessieren. Klärt mich da auch gerne auf, korrigiert mich, wenn ich irgendwie Bullshit erzähle. Dafür ist es ja auch da, dass man da ein bisschen diskutieren kann. Und spätestens, wenn der zweite Trailer dann kommt, weiß ich dann eben auch mehr, weil ich mir eure Kommentare ja auch immer durchlese. Das hier ist so eine Doctor Strange-Szene irgendwie, ne? So dieses Wasser, was so in Zeitlupe da rumfliegt. Was auch immer das zu bedeuten hat, vielleicht soll das aber auch einfach nur andeuten, dass er verflucht schnell ist. Und deswegen das Wasser so langsam an sich vorbeigleiten sieht, weil er bewegt sich und die anderen beiden stehen einfach nur starr da. Könnte sowas sein. Ja, da haben wir halt eben hier wieder einen als Gegner. Und das an dem Mandarin sieht man eben gar nicht mehr. Das ist obergeil. Ich liebe dieses Setting. Ich liebe es verdammt nochmal. Und ich habe es auch schon im Mortal Kombat Trailer geliebt, weil da gibt es auch kurz dieses Setting hier. Das sind Bambuswälder, ne? Ist einfach unfassbar schön und unfassbar gut. Weiß nicht, ob das jetzt hier ein Training sein soll oder ob das hier vielleicht eine Person ist, die er aufsuchen muss, um stärker zu werden. Das wäre eine richtig coole, zwar bekannte 0815-Story, die man schon tausendmal gesehen hat. Dass der Gegner taucht auf, besiegt den Helden, der Helden findet irgendeinen neuen Meister, was dann die Person hier sein könnte, und dann wird er eben stärker. Aber das würde ich echt verdammt gern sehen in so einem
in so einem Marvel-Universum einfach. So. Diese Stäbe hier, sind es die aus Doctor Strange? Da erkenne ich jetzt halt überhaupt gar nichts. Da müsst ihr mir jetzt helfen. Da haben wir wieder diese Bison-Kreaturen. Sieht ein bisschen aus wie der... Ich habe den Namen vergessen. Oh Gott, dafür werdet ihr mich jetzt so hassen. Aus Avatar, Herr der Elemente, das Tier von Aang. Diese Leuchtstäbe jetzt eben hier. Und dann haben wir hier noch diese fliegenden Kreaturen. Also die gehen hier sehr, sehr stark auf die Mythologie ein. Und ich finde es gut. Ich liebe diese Mythologie einfach. Gott, ist die geil. Da sieht man es ein bisschen mehr. Jetzt sieht es aber aus wie ein Löwe von hinten. Und gegen was kämpfen die da? Und ich schätze mal, dass das hier auch irgendwie eine Vorgeschichte sein wird, ähnlich wie bei Justice League, dieser Krieg, der dann erklärt wird, dass das vor so und so vielen Jahren passiert ist. Das könnte das hier tatsächlich sein. So, hier haben wir neue... Oh Gott, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Ja, das finde ich jetzt nicht so cool. Das ist so... Ne? Sieht aus wie der Typ aus Kingsman. Ja, keine Ahnung. Das ist wieder mein Setting hier. Das ist obercool einfach. Es sieht schon geil aus. Ja, das ist seltsam. Das ist seltsam, als sie ihn fragt. Was fragt sie nicht sogar, wer bist du? Und er macht dann das. Warte mal. Wer bist du? Genau, wer bist du? Und er macht dann diese... So, ich hoffe, dass das im Film nicht zusammenhängt, weil ich finde, das ist schon ein bisschen blöd, ne? Das gibt halt auch keine Antwort auf die Frage einfach. Und sogar wenn er jetzt noch sagt, Shang-Chi, wirkt es komisch. Ja. Gut, das war's auf jeden Fall auch schon demnächst. Ich denke mal, der wird dieses Jahr tatsächlich noch rauskommen. Ist eben jetzt die Frage, ob er im Kino kommt oder direkt auf Disney Plus. Ich habe mich da inzwischen aber auch schon dran gewöhnt. Klar, wäre im Kino auf jeden Fall geiler. Aber das ist jetzt ein Film, den ich auch verkraften würde, zu Hause zu gucken. Und ich habe auf jeden Fall Lust drauf und habe jetzt tatsächlich nochmal Bock bekommen, mir Ip Man anzugucken. Und wenn ihr auf so Martial Arts, Material Arts Filme steht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal Ip Man reinziehen, weil die sind echt gut gemacht. Gerade von der Choreografie, vom Kämpfen her. Natürlich auch The Raid. The Raid ist halt ein bisschen brutaler, da müsst ihr halt auch ein bisschen härter gesonnen sein, aber Ip Man und The Raid sage ich einfach nur als Überbrückung, bis dieser Film jetzt rauskommt. Damit macht ihr nichts falsch. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.